Willkommen zum nächsten Video hier auf dem Kanal und heute mal von etwas anderer Location, und zwar nicht auf dem Weg zur Arbeit oder irgendwas, sondern wir laufen heute zum St. Peter's Pool. Das ist, wir hören wieder wunderbare Autos, das ist ein ziemlich genialer Spot, um schwimmen zu gehen, um einfach einen Tag zu verbringen. Wir sind jetzt gerade schon ungefähr eine Stunde Bus gefahren, müssen jetzt nochmal ungefähr 40 Minuten laufen, aber ihr werdet es dann sehen, ich werde es euch zeigen, es lohnt sich auf jeden Fall. Ich werde jetzt mal so ein bisschen, ich nehme euch mal ein bisschen mit. Ansonsten labere ich nachher natürlich, wie ihr es noch kennt, ein bisschen über Fußball und so weiter und so fort. Und also das sieht hier echt schon ziemlich cool aus. Ich zeige es einmal. Das ist schon ziemlich nice. So, wie gesagt, wir laufen noch 40 Minuten, also werden wir uns denken, auf dem Weg mal hören. Bis später. Meine beste Grüße vom St. Peter's Bay. St. Peter's Pool, nicht Bay. Das ist sowas von genial hier, ihr könnt es euch gar nicht vorstellen. Ich zeige euch einmal kurz den Ausblick. Habt ihr ja gerade schon gesehen, so ein bisschen. Es ist einfach nur geil, wirklich nur geil. Wenn das nicht so weit von uns entfernt wäre, würde ich hier erst auf jeden Tag herkommen. Da drüben, bei mir jetzt im Hintergrund, da springt man die ganze Zeit. Wenn ein bisschen Glück, weil Nina, meine Mitarbeiterin, die hat ein Foto davon gemacht oder ein Video davon gemacht, dann nehme ich das mit ins Video rein. Aber ansonsten habt ihr locker ein bisschen Ausschnitte gesehen von den Leuten, die springen. Es ist absolut geil. Es ist so irgendwie mal 5-6 Meter hoch. Man fühlt sich aber länger als eine Sekunde im freien Fall. Und auch hier kann man überall reinspringen. Also da, wo ihr jetzt gerade seht, da. Ne? Ist absolut geil. Macht einfach nur Spaß hier. Ja, wir werden jetzt hier noch ein bisschen chillen auf jeden Fall. Wir werden früher oder später dann wieder zurückfahren. Und ich denke mal, den Krebs, der in dem Loch sitzt, den ich euch gerne zeigen wollte, der wird nicht mehr erscheinen. Aber wir werden uns auf jeden Fall früher oder später nochmal wieder sehen und diesen Vlog hier abschließen. Der kommt, denke ich mal, Montag. Ich denke mal, ich mache nachher nochmal einen alleine zu Fußball, damit ich was für heute habe, weil den würde ich gerne morgen schneiden. Aber ja, ich hoffe, euch hat es gefallen und bis später.